Oh nein! Und wir sind schon in der Ala, hä? Ich sag mal Ötze. Gleich wieder 3 Liter Wasser drin, ne? Eine Seepartie ist schön. La 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 la. Für die Kühe natürlich perfekt. Fressen und Wasser. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch wieder in einen Regen reinkommen. Das fängt gerade an zu pieseln. Ich glaube, wir werden nicht verschont bleiben mit dem Regen. Wie ich hier weitergefahren wäre, oha! Guten Morgen, 8 Uhr. Luca schläft derzeit noch. Den lassen wir noch ein bisschen pennen. Und Olli und ich sind schon aufgestanden. Wir räumen ihn jetzt gerade auf. Dann müssen wir das Vorzelt noch abbauen. Und um 11 Uhr müssen wir ja hier geräumt haben, den Campingplatz. Startklar hier. Kennt mal ein bisschen mit. Jo. Seid ihr auch schon drin? Ne? Die Strömung gleich schon wieder so. Alles unter Dach und Fach. Olli kommt auch, siehst du. Jetzt Kaffeefahrt. Jetzt 15 Kilometer. Wir haben noch so eine kleine Schleuse oder so ein Wehr, wie sich das schimpft. Da müssen wir die Kajaks noch umtragen. Bestimmt auch noch mal lustig, aber sonst lassen wir uns heute mal ein bisschen chillig in der Ala treiben. Oh. Noch ein bisschen windig. Olli kommt, ist hinter mir. Und wir sind schon in der Ala drinne. Cool. Sauber. Und wo geht's lang? Olli sagt erstmal links rum, natürlich geht es rechts rum lang. Luca. Dann wieder Autoscooter spielen. Oh, Paddel! Ey! Oh. Ist auf jeden Fall, wenn wir hier reinfallen, ist es auf jeden Fall tiefer als in der Örze. Heißt sie jetzt eigentlich Örze oder Ötze? Örze. Mit R. Ich sag immer Ötze. Keine Ahnung. Ein bisschen Backbord halten. Sonne scheint im Hintergrund. Ich kann mich nicht so nach rechts bewegen, sonst habe ich gleich wieder 3 Liter Wasser drin. Ne? Hui. Eine Seefahrt, die ist schön. La 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 la. Hier ist es wirklich richtig chillig. Gar nichts, keine Kurven, gar nichts. Einfach nur noch geradeaus paddeln. Paddeln, treiben lassen, paddeln, treiben lassen. Beine rauslegen, aus mache ich nicht. Gibst du gleich um. Da kann man auch geschillt die Füße mal raushalten. La la la. Ein Einkaufswagen. Haben sie hier mal in die Ala versenkt hier fast. Kostet ein Einkaufswagen 600 Euro? Echt? Oh Mann, was soll das denn? Ich meine, wenn sie den schon klauen, können sie den ja auch benutzen. Aber hier so reinzuschmeißen, da guckt euch an, die Schande. Autoscooter hier. Ja, wir sind erst 2 Kilometer, oder? 2 Kilometer sind wir, glaube ich, jetzt gepaddelt. Wir haben noch ein ganzes Stück, aber wir haben ja Zeit. Jo. Ich habe schon abgebremst. Kurze Pause. Ein Hausboot auf dem Land. Etwas windig, aber wir machen kurze Pause. So, wollen wir weiter oder was? Kuhkacke hier überall. Ich muss wieder runter hier von der Sandbank. Ja, das hätten wir schon mal geschafft. Oh, passt. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Für die Kühe natürlich perfekt.
Fressen und Wasser. Haha, geil. Ich stehe mal im Kühe. Geil. Stefan, da kriegst du keine Milch. Ach nee, das kriegst du ja gar nicht. Oh, ich habe was Schönes gesichtet. Das ist wieder was für mich. Schlauchboote mit Außenborder. Hier darf man sogar langfahren. Vielleicht mache ich das sogar nochmal. Genau so eins will ich auch noch haben. Der hat 15 PS, glaube ich, drauf. Und noch eins. 30 PS. Dafür brauche ich aber einen Führerschein. Oder ich wechsle zum Schlauchboot zu sowas. 100 PS oder 100 PS, alter Schwede. Da ist aber richtig Dampf unter der Haube. Weiß nicht, ob ihr das so seht, aber da ziehen gerade etwas dunkle Wolken auf. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch wieder in einen Regen reinkommen. Bis jetzt hatten wir richtig super Schwein gehabt. Aber die haben auch Regen für heute angesagt. Da hinten sieht es auf jeden Fall wieder besser aus. Ich glaube, wir entkommen dem Regen. Richtig durchziehen hier. 1, 2, 3, 4. Ah, da sieht es wirklich besser aus. Wo sind wir denn jetzt? 30, 31, 32 und durchziehen. Luca habe ich auch schon mal eingeholt. Endlich was für die Raucherlunge tun. 3 Monate schon aufgehört mit dem Rauchen. Man merkt, man hat wieder ein bisschen mehr Power. Seht ihr die Wolken hinter mir? Ich bin entkommen. Zweite Pause, sieht echt aus wie im Gespensterwald, wo ich mal mit Felix geschlafen habe. Hallo. Hallo. Hallo Stefan. Wir fahren mit mega Schwein gehabt noch. Es regnet nicht. Es regnet nicht und hier eben kleine Pause. Und dann geht's gleich weiter. Ich denke mal so 10 Kilometer haben wir bestimmt noch. Locker. Ja, guck mal. Du hast doch noch einen Plan, oder nicht? Ja, der ist im Kofferraum. Der ist im Kofferraum. Komm nicht ran ans Navi. Das ist übrigens der Kofferraum bei uns. Trommelwirbel. So. So Schleuse haben wir noch so ein bisschen. Ach ja, genau. Wir müssen ja noch durch eine Schleuse. Umtragen aber. Ja, wir tragen um heute. Ja, wir tragen heute um. Sonst normalerweise könnte man durchfahren, oder was? Ja, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Du wusstest ja selber nicht. Ach so. Von daher tragen wir um, das ist kürzer, das ist nur 50 Meter. Wird bestimmt auch nochmal lustig. Also, ich würde sagen, wir sehen uns bei der Schleuse wieder. Jetzt braucht man aber richtig Kraft hier gerade, weil es richtig stürmisch gerade wird. Ich glaube, ihr hört das alle. Boah. Boah. Puh. Oh. Oh, wo sind die anderen denn? Da. Paddel jetzt aber nicht zurück. Bald haben wir die Schleuse erreicht. Und wie gesagt, da müssen wir umtragen. Es geht auch ein bisschen auf die Schulter. Ihr wisst ja, ich habe ja mal spontan die Nachtwanderung gemacht. Und habe den dicken Sack aufgehabt. 11, 12 Kilo, ich weiß gar nicht, warum ich so viel überhaupt, warum ich den dicken Sack genommen habe und nicht den leichteren Rucksack. Aber man muss auch einfach durchziehen. 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 Gut, wir müssen noch ein bisschen Akku sparen. Wir sehen uns gleich an der Schleuse wieder. Nein, ich melde mich nicht von der Schleuse. Es fängt gerade an zu pieseln. Es fängt jetzt an zu regnen. An der Oertze hatten wir das natürlich ein bisschen besser gehabt, weil der Fluss nicht so breit war. Und ganz viele Bäume. Da hatten wir dann noch Schutz gehabt. Aber hier sind wir ja total offen. Obwohl, man kann es nicht so richtig einschätzen. Da kommen wieder, da hinten sind die dunklen Wolken da. Und da sind wieder helle Wolken. Also ich will jetzt auch mal ein bisschen Gas geben. Ich weiß gar nicht. Die anderen sind ein ganzes Stück hinter mir. So. Meinst du Regenjacke rausholen? Oder weiter paddeln? Guck mal hin da. Wir werden ordentlich gleich was abkriegen. Und wenn wir durchziehen bis zur Schleuse, dann können wir uns da ja vielleicht irgendwo unterstellen. Hier und wo die Schrift ist, da müssen wir hin. Das ist vielleicht noch. Das heißt die Kurve da vorne noch. Ja, die Kurve noch. Ja. Und dann müssen wir da sein. Ja, komm her, dann lass uns zusehen. Wo ist Luca jetzt? Da kommt er. Also los.
Ab geht's. Hier. Weiter geht's. Ja, Luca hat das etwas mit dem Rücken. Kann ich aber gut verstehen. Es kostet auch viel Kraft gerade. Es geht auch ein bisschen auf die Schulter. Ich habe ja Mittwoch noch diese spontane Aktion gemacht mit dem 11-12 Kilo Rucksack. Hätte ich auch gar nicht machen müssen. Aber wie gesagt, man muss auch durchziehen. Man muss seinen Schweinehund auch mal einfach durchziehen. Aber guck mal, die Sonne kommt eigentlich wieder raus. So, da vorne ist die Schleuse. Da müssen wir gleich umtragen. Oh, hier sind ganz viele Angler, sehe ich gerade. Müssen wir rechts rüber. Nach rechts müssen wir raus. Da ist die Schleuse. Da können wir heute aber nicht durch. Und da vorne ist Olli und da müssen wir gleich raus. Jetzt fängt es gerade an zu regnen, ne? Jetzt zeige ich euch mal, wenn ich weitergefahren wäre, was passiert wäre. Wenn ich hier weitergefahren wäre, oha! Das hätte bestimmt Gaudi gemacht. Und Luca kommt auch schon an. Hier sind wir gestartet heute Morgen und jetzt sind wir hier an der Schleuse Barnetze. Und jetzt müssen wir noch bis hier, bis zur Allerbrücke und da können wir dann aussteigen. Das ist noch ein ganzes Stück. Oh, das ist vielleicht noch ein Drittel. Ja. Lieber Regenjacke anziehen und dann geht's weiter hier. Das wäre schon mal geschafft. Jetzt kommen die anderen noch. Okay, weiter geht's. Die anderen kommen hinterher. Ich paddel schon mal los. Weg vom Schlauchwehr. Oh, wir haben noch ein ganzes Stück bis zum Auto. Ja, kein Regen, windstill. Jetzt kann wieder gemütlich gepaddelt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, herrlich. Erst fängt das an zu nieseln, dann hört das auf, dann fängt das wieder an zu nieseln, dann hört das auf. Gerade ein fliegender Wechsel hier. Olli ruft den Kajakverleih an. Wir sind so in 800 Metern hoch. Ja, jetzt fahre ich das restliche Stück noch mal in die Wiese rein. So in 800 Metern sind wir am Zielpunkt angelangt. Und dann war es das. Echt nur Schwein gehabt mit dem Regen. Also da fand ich das in den Örts ein bisschen geiler. So mit ein paar Hindernissen und so, mit dem Baum. Aber dann mal so ein bisschen entspannen. Tut auch mal gut. Ein Schluck Wasser. Und ich muss mal jetzt sagen, einen riesengroßen Ehrenmann an den Olli, der hier uns eingeladen hat. Ja, vielen Dank, Olli. Kein Problem. Hat riesen Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein Ehrenmann an den Olli. Schneeflocke in die Kommentare. Und wir haben schon gesagt, nächstes Jahr wollen wir das nochmal machen. Vielleicht laden wir ihn mal ein und dann kannst du bei uns mal Kajak fahren. Oder Kanu. Oder mit meinem Schlauchboot. Fährst mal bei meinem Schlauchboot mit. Wäre auch mal eine Idee. Oh, wollen wir noch mal ein bisschen
chillig. Rudern, paddeln. Es geht aber viel zu schnell vorbei. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr öfters mal sowas sehen wollt. Aber ich denke mal, es wird ja noch mehr so Folgen, so Schlauchboot. Also ich würde alles so im Wasser ausprobieren, was es gibt noch. Kanu, vielleicht mal Wasser-Jetski. Also da werde ich noch viele Sachen mal ausprobieren, die ich gerne machen möchte. In Österreich möchte ich auch ganz gerne mal Kajak fahren. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Jetzt ist man ja schon ein bisschen trainiert. Und jetzt weiß man, wie das so ein bisschen abläuft. Ich meine, das war ja schon eine gute Leistung da, eine Ötze. So mit ein paar Hindernissen und einem Baum. Soll ich hier mal nachts mit dem Kajak fahren? Eine Overnight machen? Von hier sehe ich schon die Brücke. Da hinten haben wir geparkt. Ich hoffe, mein Auto steht noch. Am liebsten würde ich wieder umdrehen und zum Campingplatz zurückpaddeln. Ne, Luca? Ja. Genau, ja. Aber zum Campingplatz muss ich nicht. Wir sind da. 15 Kilometer sind erreicht. Ich bin der Letzte, der hier andockt. Der aufsitzt hier. Und. Junge. Und. Yay, yeah, bin auch da. Chaka. Chaka. Geschafft. Chaka da hinten. Chaka. Geschafft damals. Und jetzt schlafe ich hier. Ja, ich könnte jetzt auch einschlafen. Ich auch gerade, ich bin völlig fertig, ey. Zieh den kleinen Oma eben hoch. Dankeschön. Im Hintergrund nochmal die Ala. Und das war's auf jeden Fall. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Die Kajaks wurden abgeholt. Und wie gesagt, ein Ehrenmann an den lieben Olli. Olli, die Schneeflocke in die Kommentare hinterlassen. Er hat sich um alles gekümmert und hat echt Spaß gemacht. Also vielen Dank, Olli, nochmal für die Einladung und für das ganze Film. Oh, jetzt kommt gerade ein Helikopter hier rüber. Und dann würde ich sagen, abonnieren, Daumen da lassen. Wir müssen weiter. Wir gucken uns nochmal eben ein, zwei Lost Places an. Und dann bin ich auch froh, wenn ich im Bett liege. Ich glaube, ich paddel bestimmt im Bett heute Abend auch nochmal. Also, abschalten jetzt.